Das Corona-Update vom 22.05.2021, das ist der Samstag vor Pfingsten. Also, die meisten Ergebnisse, Langzeitbeobachtungen kommen natürlich aus Großbritannien. Warum? Weil dort schon Anfang Dezember mit BioNTech geimpft wurde und Anfang Januar mit AstraZeneca. Alle anderen kamen viel, viel später nach. Israel, da gibt es ja auch viele Ergebnisse. Eins ist mir ganz, ganz wichtig. Die Langzeitbeobachtung hat jetzt ganz klar ergeben, dass es keinen Unterschied gibt zwischen BioNTech und AstraZeneca. Es sind beides gute Impfstoffe. Aber zu sagen, AstraZeneca ist schlechter, die hat eine schlechtere Presse, das muss man sagen. Ja? Aber der Impfstoff ist nicht schlechter als BioNTech. Wie das im Alter ist, also da kann man seine eigene Meinung darüber haben. Es ist jetzt einfach mal so, dass im Moment so ist, dass die Ständige Impfkommission sagt, nur Leute über 60 sollten damit geimpft werden. Wenn allerdings der behandelnde Arzt, der seine Patienten kennt, mit dem Patienten übereinkommt, dass für ihn auch AstraZeneca geeignet ist, dann kann er der Patient auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft werden. Also, damit wir das mal ganz klarstellen. Das geht. So, wie sieht es denn jetzt aus mit Leuten unter 60, die AstraZeneca geimpft worden sind? Und jetzt kommt es zur zweiten Impfung. Da empfiehlt man ja das dann nicht AstraZeneca. Dann können die sich entscheiden für einen Messenger-mRNA-Impfstoff, das ist also BioNTech oder Moderna. Und der andere, den nennt man ja den Vektorimpfstoff. Das ist AstraZeneca und Johnson & Johnson ist ja auch ein Vektorimpfstoff. So, und da gibt es jetzt erste Ergebnisse einer spanischen Studie. Und die haben mich auch verblüfft. Diese Kombination, also einmal Vektor und einmal mRNA, bringt nochmal, was die Immunantwort anbelangt, nochmal ein Plus. Ja, also die Immunantwort ist stärker. In der Studie wurde beobachtet, dass 7-mal mehr Antikörper bei dieser Kombination Vektor-mRNA gebildet werden als nur BioNTech oder nur AstraZeneca. Also das lässt doch aufhorchen und das finde ich auch ganz erfreulich. Das sind die ersten Ergebnisse. Das ist noch nichts Endgültiges. Die Studie muss noch fertig geführt werden, die muss noch veröffentlicht werden, gegengelesen werden. Aber es gibt ja so einen Zwischenbericht und der ist ja wirklich sehr interessant. Dann möchte ich Ihnen ganz gerne mitteilen, dass ich auch noch ein Video auf den YouTube-Kanal stellen werde zum Thema Impfen in der Hausarztpraxis, Impfen im Gesundheitszentrum ist wesentlich preiswerter. In Deutschland werden 220 Millionen Euro im Monat für die Impfzentren ausgegeben. Das ist eine Menge Geld. Der Hausarzt bekommt für eine Vergütung von 20 Euro für die Impfung und in den Impfzentren kostet die Impfung bis zu 256 Euro. Da gibt es unterschiedliche Beträge, die sind aber wesentlich höher. Das Geld hätte man, naja, im Nachhinein ist man schlauer, ich will jetzt da nicht lästern, aber das Geld hätte man natürlich auch reinstecken können in die Medikamentenforschung, die ist ja etwas stiefmütterlich behandelt worden. Und da gibt es Neuigkeiten, zum Beispiel zu Medikamenten, aber auch zur Blutwäsche. Da gibt es auch einen Beitrag, der im ZDF gesendet worden ist und den habe ich auch, stelle ich auch auf diesen Kanal. Dann haben wir die Woche in der Landesseniorenvertretung noch Mitgliederversammlung am kommenden Mittwoch. Das wird digital stattfinden. Ich hoffe, dass es klappt. Das ist ja auch eine Herausforderung mit so vielen Leuten, sich dann zu zoomen, nennt man das ja heute. Ja. Ich hoffe, es klappt und werde auch einige Schnipsel, Filmschnipsel dazu auf unseren Kanal stellen. Die letzte Vorstandssitzung, da bin ich noch am dran arbeiten, die werde ich auch noch auf den Kanal stellen, auf unseren YouTube-Kanal. Also ich hoffe, dass dann auch die Zahl derer, die den Kanal abonnieren, dass die größer wird. Ich werde auch nochmal ein Filmchen reinstellen, wie man wirklich das jetzt genau macht, wie man auf unseren
YouTube-Kanal Senioren Rheinland-Pfalz draufkommt. Und dass es auch kein Risiko ist, wenn man auf Abonnieren drückt. Es kostet nämlich kein Geld. Nur wir müssen mehr werden, damit dieses Instrument YouTube-Kanal für Seniorinnen und Senioren in Rheinland-Pfalz, dass dieses Instrument auch greift, diese Information, diese Transparenz. Jo, also eine ereignisreiche Woche liegt vor uns. Ich darf Ihnen ein schönes Pfingstfest wünschen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Wochenende. Und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.